Ja, hallo, mein Name ist Christian Vogt, ich bin Bürgermeister der Kreisstadt Hofheim im Taunus und es freut mich, dass wir in dieser Woche auf 2000 Quadratmeter Fläche auf dem Dach der Leitstelle der Kreisfeuerwehr und der städtischen Feuerwehr die Solaranlage, die Photovoltaikanlage eingeweiht haben. Wir werden dadurch 32 Tonnen CO2-Minderung jährlich haben und ich denke auch, das ist eine super Lösung bei den erneuerbaren Energien, dass man lokal handelt und das haben wir getan und es freut mich auch, dass die Sonneninitiative e.V. hier uns auch geholfen hat, gemeinsam mit unserer städtischen Solarinvest. Das ist eine Genossenschaft, die gibt es schon seit 2011 und es war ein tolles Projekt und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft wieder gemeinsame Projekte haben werden.